Einen wunderschönen guten Mittag hier auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage. Und ich darf ganz spontan die Veranstaltung hier moderieren und freue mich sehr, Herrn Knittel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier auf der Leseinsel sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Herr Knittel, vielleicht ein, zwei Worte zu Ihnen. Sie sind eigentlich Literaturwissenschaftler und Sie leiten aber in Heilbronn das Literaturhaus. Was wir heute vorstellen, ist dieser Band von Ernst S. Steffen, Wenn ich nach Hause komme, Gedichte und Prosa aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis, man stutzt gleich. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielen dieser Name Ernst S. Steffen noch nie begegnet ist. Vielleicht mögen Sie uns erzählen, wer ist diese Person und wie sind Sie auf ihn gestoßen oder mit ihm sogar vielleicht in Kontakt gewesen? Ja, Ernst S. Steffen ist ein Heilbronner. Im Literaturhaus Heilbronn gibt es eine Ausstellung zu den Heilbronner Autoren, Autorinnen, die in der Literaturgeschichte eine größere Rolle spielen, hätte viel mehr machen können. Und einer dieser Autoren ist eben Ernst S. Steffen. Ernst S. Steffen ist Jahrgang 1936 und 1970 gestorben. Er hat zwei Bände hinterlassen. Den letzten Band bei Luchterhand hat er nicht mehr erlebt, da war er schon tot. 1971 ist er erschienen. Rattenjagd, Aufzeichnungen aus dem Zuchthaus heißt er. Und der erste Band, der ihn sehr bekannt gemacht hat, zur damaligen Zeit war Lebenslänglich auf Raten. Es sind Gedichte, die in der überwiegenden Zeit im Gefängnis entstanden sind. Und wie gesagt, diese Ausstellung im Literaturhaus ist auch so aufgebaut, dass teilweise auch multimediale Elemente drin sind, also kleine Filmclips. Und jeden Autor oder jede Autorin, die ich in die Ausstellung führen konnte und auch ein bisschen zu Ernst Steffen, die waren alle hellauf begeistert und sagten, ja, da muss man was machen, der Band Lebenslänglich auf Raten ist vergriffen. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und was weiß man über Ernst S. Steffen? Was war er? Was hat ihn ins Gefängnis geführt? Und ja, vielleicht erstmal soweit. Ja, wie gesagt, 1936 geboren, in sehr prekären Verhältnissen in Heilbronn aufgewachsen. Sein Vater war Berufsmusiker, Alkoholiker und gewalttätig. Er kam aus dem Krieg zurück, nach kurzer Kriegsgefangenschaft und konnte mit seinem 9-jährigen Sohn nicht allzu viel mehr anfangen. Die beiden kannten sich quasi nur aus kurzen Fronturlauben. Und eines Abends 1948, der kleine Ernst S. Steffen war mit dem einzig fahrtauglichen Fahrrad unterwegs, sollte der Vater einen Auftritt als Musiker haben und der Junge war nicht da. Und ja, der Vater musste ein Fahrrad ausleihen in der Nachbarschaft, um zu seinem Auftritt zu kommen. Das Erste, was am nächsten Morgen, sturzbetrunken, so geben es die Akten dann her, nach Hause kommt, um 5 Uhr, er zieht seinen 12-jährigen Sohn aus dem Bett und schlägt 3 Latten an ihm ab. Der Kleine kommt ins Krankenhaus und von dort geht es weiter. Ich möchte vielleicht gleich aus dieser Passage lesen. Es gibt einen Leserbrief von Ernst S. Steffen. Ich kann das peu à peu dann erzählen aus dieser Zeit. Heilbronn tuschelt, das ist alles. Heilbronn, in dieser Stadt wurde ich geboren. Hier überlebte ich den 4. Dezember, den Einmarsch der Alliierten, Brennnesselspinat, Zuckerrübensirup und Hamsterkartoffeln. Das ist lange her. Niemand fragte mich, ob ich Hunger habe. Als ich 12 Jahre alt war, wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert, weil mich mein betrunkener Vater halb tot geprügelt hatte. Er hatte mich halb tot geprügelt, weil ich vor seinen Prügeln davongegangen war, aus Angst vor diesen Prügeln. Ich nächtigte damals in Kohlenschuppen und Ruinen und so. Auch das ist lange her. Niemand fragte mich, ob ich Schmerzen habe. Vom Krankenhaus weg wurde ich in ein Fürsorgeheim gebracht. Niemand fragte mich. Sie saßen hinter ihren Schreibtischen in Heilbronn und erledigten eine Sache, I.S. Ernst Steffen. Und abends saßen sie in ihren Familien und gaben ein gutes Beispiel. Und später saßen sie in ihrer schwarzen Maskerade hinter dem großen Tisch mit ihren verständnissinnigen Blicken und ihren Onkelstimmen und ließen Gnade vor Recht ergehen. Gnade vor Recht,
weil dieses schäbige Bündel Ernst S. Steffen da vor Ihnen in der schäbigen Fürsorgeheimkleidung behauptete, er habe mit dem gestohlenen Motorrad nur nach Hause wollen, nach Heilbronn nach Hause. Aber das galt selbstverständlich nur dieses eine Mal. Beim zweiten Mal war es ihm doch schon einmal ganz deutlich gesagt worden, dass es so nicht geht. Beim zweiten Mal musste ein ganz eindeutiges Exempel statuiert werden. Man hat auch schon in einer Jugendgerichtsverhandlung ein letztes Wort. Ich sagte als letztes Wort, das ist doch alles ganz anders. Aber wahrscheinlich sagte ich etwas zu umständlich, denn anschließend fragte mich der Staatsanwalt, ob ich wüsste, was Vernunft sei. Sonst fragte mich keiner mehr was. Auch das ist lange her. Das ist ein Beispiel, der Leserbrief stammt von 1954 und den haben wir mit in den Band genommen, weil er eben auch ein Stück weit auf seinem Lebensweg zeigt, wie mit dem kleinen Jungen Ernst S. Steffen umgegangen worden ist. Ich lese vielleicht ein paar Texte aus dem Stück, bevor wir dann zur weiteren Biografie kommen. Steffen, du bemitleidest dich. Wer sonst? Wenn ich einem Mädchen anbiete, den Koffer zu tragen, werdet ihr es versuchten Diebstahl nennen. Wenn ich ein Kind streichle, werdet ihr es in Sicherheit bringen. Wenn ich schreibe wie ihr, werdet ihr es verboten nennen. Deshalb werde ich schreiben, wie unser eins schreibt. Und den Koffer nicht tragen, Mädchen, und Kindern aus dem Wege gehen. Das Vorleben. Mein Vater war Oberfeldwebel und starb in Stalingrad. Von wo er als mein Onkel zurückkehrte? Er war ein guter Onkel. Nach 1945 nahm er jedoch eine schwarze Hautfarbe an. Das irritierte mich. Ich war so jung damals. Der staatlich geprüfte Jugendpsychiater erzählte mir eine Geschichte, in der ein Mann namens Ödipus vorkam. Und ich sei kein schlechter Junge, sagte er. Der Krieg sei schuld, so und so. Und auch an der 08, mit der ich so sehr ins Schwarze getroffen hatte, zwischen den weißen Augen. Er brachte mich dann selbst in das Erziehungsheim, weil sein Freud Recht behalten hatte. Im Heim erhielt ich eine Tante, die sich meiner Komplexe annahm und schließlich meiner Libido. Ich war so hübsch damals. Als sie ein Kind bekam, begann ich den Vorgang zu verstehen und erhielt wieder einen Onkel. Irgendjemand sagte mir dann, Flucht sei ein Ausweg. Unterwegs lernte ich Motorrad fahren, weil ich Blasen an den Füßen hatte. Dann brachte man mich wieder vor einen Onkel, der von Schuld sprach und mich seiner Gnade versicherte. Im Jugendgefängnis lernte ich, was er damit gemeint hatte. Ich lernte viel im Gefängnis. Besonders mochte ich Goethe leiden. Er schrieb eine Farbenlehre. Vielleicht eine Punkte noch zur Biografie an dieser Stelle. Steffen ist den Heilbronner Behörden, den Wohlfahrtsamt oder Gesundheitspflegern, wie es damals so schön hieß, spätestens seit 1947 bekannt. Zum Glück liegen im Heilbronner Archiv die ganzen Sozialakten, weil ein kunstsinniger Kulturbürgermeister das damals angeordnet hat, dass diese Akten auch lange nach der Aufbewahrungsfrist aufzubewahren sind. Und in diesen Jugendakten geht zum Beispiel hervor, Steffen ist damals noch nicht einmal elf Jahre alt, dass er einen verschlagenen Eindruck macht. Jedenfalls gilt für Steffen bei den Behörden spätestens ab diesem Zeitpunkt, dass er als schwieriges Kind ist, als unehrlich und durchtrieben. Ließ sich dieses Verschlagen aus heutiger Sicht gewissermaßen mit schwäbischem Akzent schmerzvoll doppeldeutig, so meinen dies die begutachtenden sogenannten Gesundheitspfleger ausschließlich charakterlich negativ. Denn Steffen schwänzt öfter die Schule, wird bei Diebstählen erwischt, lügt und er lässt es offenbar am geforderten Respekt gegenüber Erwachsenen fehlen. Wie gesagt, dann kommt es zu diesem väterlichen Gewaltexzess 1948 und Steffen kommt von dort ins Erziehungsheim, beziehungsweise erst ins Krankenhaus, nach Ulm,
was es mit Ulm auf sich hat, sage ich vielleicht am Schluss oder weiter hinten. Auf jeden Fall kommt er vom Krankenhaus ins Erziehungsheim. Also das Opfer kommt ins Heim, wird weggesperrt sozusagen. Und der Täter, der Vater, bleibt in der Familie und drangsaliert auch die Familie weiterhin. Steffen hatte noch einen kleineren Bruder. Auch da gibt es Beispiele in den Akten. Der Vater schlägt ihn einmal beim Mittagessen so mit der Hand ins Gesicht, dass die heiße Suppe das Gesicht des kleinen Bruders verbrüht und so weiter. Also sind trostlose und wirklich traurige Momente, die man diesen Akten entnehmen kann. Steffen kommt dann, wie gesagt, ins Heim und vom Heim büxt er ein-, zweimal aus. Man hat schon im Heim gemerkt, er hat ziemlich viel auch im Kopf und er kann was. Und er kommt dann nach Heilbronn zurück, beginnt ein, zwei Ausbildungen als Lehrling in einer Stahlgroßhandlung, in einer Schuhhandlung, arbeitet auch mal kurz als Tankwart, bricht da alles ab nach kurzer Zeit. Die Mutter gibt dann später vor Gericht, das konnte ich den Akten entnehmen, an, ja, der Vater ist in trunkenem Zustand abends oft nach Hause gekommen und randaliert und er kann einfach keine Ruhe finden. Und das war sicherlich ein Grund, weshalb er nicht aufschlaf, weshalb er unausgeschlafen und unpünktlich zu den Arbeiten kam. Ja, und er wird dann kriminell, Steffen, gerät auf die schiefe Bahn. Zunächst geht es los mit kleineren Einbrüchen, Tankdiebstählen, Autodiebstählen, mehrfache Einbrüche. Sonstige Diebstähle und er kommt halt immer wieder ins Gefängnis und er macht einen gravierenden Fehler. Er kommt ins Jugendgefängnis in den 50er Jahren und er macht einen Ausbruchsversuch. Und bei diesem Ausbruchsversuch schlägt er einen Wärter mit einem Stuhlbein nieder. Und das ist natürlich Gewalt gegen Vollzugsbeamte, was ihm später immer wieder vorgehalten wird. Es geht dann weiter. Er steht dann einmal auch noch als 20-Jähriger 1956 vor dem Landesjugendarzt. Damals waren wir erst mit 21 volljährig und der Landesjugendarzt war Dr. Max Eirich. Und Dr. Max Eirich war 15 Jahre vorher unter anderem mitverantwortlich, dass württembergische Sinti-Kinder verschickt worden sind. Eirich wurde dann 1950 im sogenannten Grafeneck-Prozess freigesprochen oder entnazifiziert, nicht freigesprochen, entnazifiziert und konnte dann als Landesjugendarzt noch Karriere machen und er hat auch diesen Ernst R. Steffen dann eben kriminalbiologisch untersucht und hat ja auch wie das in der damaligen Zeit auch die Sozialakten geben diese Sprache her, man muss diesen Jungen hart rannehmen, dann wird ein brauchbarer Mensch aus ihm. Und diese Sprache durchzieht sich durch das ganze Leben. Steffen kommt dann immer wieder ins Gefängnis. Er ist letztendlich fast zweieinhalb Jahre im Erziehungs- und Jugendheim und fast 14 Jahre hinter Mauern mit einer kurzen Unterbrechung. Halb Jahr oder so war er außerhalb. Aber wenn es im Text auch heißt, ich lernte viel im Gefängnis, besonders mochte ich Goethe leiden. Das heißt, dort ist auch der Ort, wo er mit Literatur in Beziehung kommt, in Begegnung kommt und dort auch mit dem Schreiben selbst anfängt? Genau, im Gefängnis in Bruchsal, wo eigentlich nur die Schwerverbrecher saßen, aber auch Steffen saß dann 5 Jahre von 1962 bis 1967 ein. Er hätte noch ein Jahr länger gehabt, aber er kam dann aufgrund eines Gnadengesuchs frei, das auch Günter Grass unterschrieben hat unter anderem. Dort lernte er schreiben, weil er einen sehr kunst- und literaturaffinen Justizassessor zum Glück hatte. Das muss man wirklich sagen, zum Glück. Das war nämlich Rolf Zelter, der Vater des Tübinger Schriftstellers Joachim Zelter. Und er hatte das Talent von Ernst S. Steffen gesehen und entdeckt. Und Rolf Zelter hat 1967 in Stuttgart im Theater in der Altstadt Texte von Gefangenen gelesen. Die meisten Texte waren von Ernst S. Steffen. Der Titel hieß damals Auf dem Blechnapf getrommelt. Das Flugblatt hat Steffen selber gestaltet. Ich habe es im Literaturhaus. Das ist
Steffen war damals in der Anstaltsdruckerei oder in der, im Zuchthaus in der Druckerei beschäftigt. Und aufgrund dieser Lesung wurden die Texte bekannt und die Stuttgarter Zeitung sprang an, dann Christ und die Welt. Und irgendwann wurde auch der Luchtrand Verlag auf ihn aufmerksam. Und so kam das. Aber im Gefängnis, und das ist das Weitere, deshalb auch der Ulmer Bezug, Steffen war mütterlicherseits verwandt mit Siegfried Unseld. Und Siegfried Steffen... schon 1967, als die ersten Texte dann bekannt geworden sind, gibt es einen Briefwechsel, den ich einsehen durfte, mit Genehmigung des Unseld-Archivs und auch daraus zitieren durfte. Es sind 8 oder 9 Briefe. Der erste Brief beginnt 1967. Mein lieber Dr. Vetter Siegfried, wir haben es weit gebracht, ich zitiere aus dem Gedächtnis. Du als der große Brecht-Verleger, ich ins Gefängnis. Und Steffen ist dann immer auch so ein bisschen sarkastisch, teilweise auch zynisch, er kann schon auch sehr verletzend sein, geht aber seinen Onkel Siegfried mit den Worten an, ja, du kannst etwas für die Gefängnisbücherei tun, schick uns doch die ganze Brecht-Ausgabe. Also, und du kannst es auch von der Steuer absetzen, indem du eben sagst, das ist eine Spende für die Gefangenenanstalt und für die Justizanstalt. Und so werde ich dir weniger teuer. Und also auf dieser Ebene bewegt er sich immer. Und Steffen kommt dann, wie gesagt, 1967 aufgrund eines Gnadengesuches dann frei. Konnte aber in Heilbronn eigentlich und auch danach nicht mehr richtig Fuß fassen. Er hat beim SWF damals, im Südwestfunk und im Saarländischen Rundfunk noch hospitiert. Er hat 3 bzw. 4 Hörspiele insgesamt noch geschrieben, aber das Ankommen war nicht mehr möglich. Es gibt Zitate, die ich habe im Text dann auch er will nach Hause kommen. Und vielleicht lese ich da ein paar Textstellen noch vor. Vielleicht erst noch andere Gedichte aus dem Gedichtband. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Manchmal ertappe ich mich, dass ich noch da bin. Manchmal ganze Sekunden lang. Manchmal klingelt abends ein Käfer an die Neonröhre. Da ertappe ich auch diese Zelle. Sie sieht schlecht aus, wenn sie sich ertappt weiß. Ich lasse ihr dann Zeit und schaue aus dem Fenster. Es ist verboten, aus dem Fenster zu schauen. In der Nacht versuche ich zu schlafen, das ist alles, was ich am Morgen noch weiß. Manchmal glaube ich, es fehlt mir nur ein Mädchen oder wenigstens der Gedanke an ein Mädchen. Manchmal besucht man mich. Ich freue mich über Besuch. Besucher sehen mich immer lächelnd vor Freude. Ich vergesse oft, was ich eben noch wollte und weiß nicht mehr, ob das früher auch so war. Früher ist so weit weg. Ich vermute, ich bin nur provisorisch gemeint. Irgendwann wird man mich zu Ende denken. Dann bekomme ich diese Jahre zurück. Ich werde von mir getragen wie ein Anzug. Ich hoffe, dass ich nach meiner Entlassung noch ein Leihhaus für mich finde. Ein weiteres Gedicht. Man sagt mir, ich schreie nachts. Manchmal erwache ich, weil mein Herz schlägt. Dann höre ich die Nachtigall. Ich betrachte ein Loch in meiner Zelle. Vielleicht will eine Ratte zu mir. Manchmal habe ich morgens blutende Knöchel. Das macht die lange Haft, sagt der Arzt. Er verschreibt mir Tabletten. Er sagt mir, wenn das vorbei ist, dann ist alles gut. Ich muss nach Hause kommen, dann ist alles gut. So einfach ist das. Ich werde am Tor stehen und es wird sich öffnen vor mir. Und dann ist alles vorbei. Und alles gut. So einfach ist das. Ich werde gehen. So einfach ist das. Man weiß ja, Verbrecher lügen und drücken sich vor Arbeit.
Immer führen sie etwas im Schilde. Der Kranke ist ein Simulant, der Fromme ein Heuchler, der ruhige Opportunist, der laute Querulant. Es ist schwer, Verbrecher zu sein, wenn man etwas anderes sein möchte. Aber vor allem ist es schwer, etwas anderes zu sein, wenn man Verbrecher ist. Notiz: Alle meinen es gut mit mir. Sie sagen, ich muss raus aus diesem Dreck. Verstehst du, Junge? Die alte Umgebung, die ist nichts für dich. Jawohl, antworte ich. Es war die Umgebung. Gebt mir eine neue Umgebung. Notlüge. Abends ist die Zelle voll Sonne. Wenn ich nach Hause komme, wird man mich fragen, wo ich gewesen sei. Und ich werde sagen können, abends in der Sonne. Heimkehr. Wenn ich nach Hause komme, wird alles fremd sein. Der Horizont wird mich schwindeln machen. Der erste Schlüssel in meiner Hand wird ein Abenteuer sein. Der Blick aus einem unvergitterten Fenster, ein Wagnis mit der Balance. So wird es sein, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich nach Hause komme, wird alles neu sein. Die Kinder werden andere Kinder sein und die Autos andere Typen als jene, die ich klaute. Ich kann mich auf Brücken stellen und hinunterspucken und niemand weiß warum, nur ich. Ich kann eine Musikbox bedienen und die Zigarettenmarke kaufen, die ich mag. Ich werde frei sein. Niemand weiß warum, nur ich. So wird es sein, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich nach Hause komme, werde ich alt sein und viele Jahre vergangen. Die Polizei wird registrieren, dass ich wieder da bin und die Mädchen werden sagen, hallo, lange nicht gesehen. Und die erste Nacht wird im Gekicher untergehen über mein Unvermögen. So wird es sein, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich nach Hause komme, werde ich nichts gewesen sein, nicht einmal Verbrecher, nicht einmal traurig, nicht einmal fort. Ich werde nach den alten Arbeitsschuhen kramen und weitermachen, als sei nichts geschehen. Ich werde nicht nach Hause kommen. So wird es sein, wenn ich nach Hause komme. Danke. Ja, wir haben schon gar nicht mehr so viel Zeit. So rast die Zeit dahin. Aber was mich noch interessieren würde, 1965 ist dieser Gedichtband erschienen. Hat sich für ihn... 1969. Okay. Hat sich für ihn da etwas verändert in seinem Leben durch diesen Gedichtband? Gab es die Aufmerksamkeit und ein Ankommen im Literaturbetrieb? Nicht wirklich. Er hat verschiedene Lesungen gemacht, ist auch so ein bisschen herumgereicht worden, aber war letztendlich auch sozial nicht mehr, er konnte die sozialen Codes nicht mehr lesen. Sie müssen bedenken, er war 2,5 Jahre im Erziehungsheim und fast 14 Jahre hinter Mauern und Gittern, die schönsten Lebensjahre eigentlich. Und konnte eigentlich nicht ankommen. Er hat es natürlich genossen, als Autor aufzutreten. Mhm. So viel ist bekannt. Und es gibt auch einige Aufzeichnungen noch. Er konnte eigentlich nicht mehr außerhalb der Mauern leben. Und das war eigentlich die Tragik dieses jungen Lebens, was dann mit 34 zu Ende ging. Ja. Mich würde noch interessieren, so als eine der letzten Fragen, wie war sozusagen die Quellenlage? Sie haben es schon immer wieder erzählt, ne? Sie haben in den Archiven nachschauen können, was es da alles gab. Sie haben auch diesen Unselt-Briefwechsel gesehen. Aber was gab es vielleicht auch noch von Texten, die unveröffentlicht waren? Was gab es noch? Wie war da die Quellenlage, die Sie einsehen konnten darüber hinaus? Also es gab in der Tat einige unveröffentlichte Gedichte. Ich habe ein paar aufgenommen. Die Sibylle von Oppeln-Bronikowski, eine Schriftstellerin, Malerin, Künstlerin, in deren Haus lebte Ernst S. Steffen in Heilbronn damals kurze Zeit. Und aus deren Nachlass sind ein paar Texte noch vorhanden gewesen. Die Quellenlage ist, sind ein paar unveröffentlichte Dinge dabei und
ja, wie gesagt, auch diesen Leserbrief, aus dem ich ein paar Texte zitiert habe. Und was einfach das ganz Spannende war, ich kannte Steffens Text jetzt auch nicht so gut, aber wirklich jeder Autor oder jede Autorin, die ich ins Literaturhaus führe und vor Steffen bringe und die Texte wirken lasse. Ich habe jetzt noch einen Lieblingstext, den kann man jetzt aber leider nicht mehr zitieren, ist so begeistert und das hat mich eigentlich angeregt, dass es gab ein Gedichtband schon lebenslänglich auf Raten mit Texten, aber wie gesagt, es sind noch einige neu gekommen und auch eben dieser Briefwechsel mit Siegfried Unzelt und ja, ein paar unveröffentlichte Dinge noch und vor allem auch ganz viele Autorenstimmen, die im Buch noch versammelt sind und ja, das hat eigentlich den Ausschlag gegeben und toll, dass er jetzt wieder zu entdecken ist. Also Ihnen allen sehr herzlich ans Herz gelegt. Ernst S. Steffen, wenn ich nach Hause komme, Gedichte und Prosa aus dem Gefängnis, herausgegeben von Anton Knittel. Herzlichen Dank, dass Dankeschön. Sie da waren, dass Sie den Band vorgestellt haben. Schön, dass Sie dabei waren. Und gibt es noch ein ganz, ganz kurzes Gedicht zum allerletzten? Ganz, ganz kurz? Hm. Nö? Vielleicht doch. Ja. Komm, lass uns Steine brechen statt des Brots. Und mit Zement unsere Sehnsucht verschalen, du. Die Götter sind alt und die Feuchtigkeit der Dome drängt ihren Groll gegen uns. Steine sind gleichgültig. Es lassen sich Träume aus ihnen meißeln oder ein Grabmal dafür. Steine sind gut. Auch Sisyphus fluchte nicht dem Stein und keiner der Gesteinigten. Steine sind gut. Lass sie uns häufen. Zu einem Versteck rundum. Wie in einem Zirkus, ich dein Clown meiner Kinderträume, meine Narrenschellen an deiner Kehle, dein Feuerschlucker, alle deine Feuer verzehrend, dein Reiter, an deiner Zärtlichkeit voltigierend. In einen Kasten will ich dich legen, letzten Vergessens, und mit meinen Tränen zersägen und die Unendlichkeit aus dir zaubern, und sie mit dir teilen. Vielen Dank. Herzlichen Dank.